Hallöchen Freunde und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Und heute kommt ein Shopping Mall von den ganzen Sachen, die ich mir in einem Tag gekauft habe. Und wenn ihr das nicht verpassen wollt, bleibt dran und wir sehen uns nach dem Intro. Beginnen wir ohne Umschweife mit dem ersten Produkt. Und zwar ein Bullet Journal. Habe ich mir beim Osiander gekauft, weil ich dachte so, hey, es wäre cool, mal meine Gedanken morgens aufzuschreiben. Und wie ihr seht ihr nichts. Wortwörtlich nichts, weil das ist ein Blanko-Journal. Ich kann auch gut sprechen mittlerweile, wisst ihr das? Das ist ein Bullet Journal. Jetzt habe ich es nochmal richtig ausgesprochen. Aber hier, das ist ein Blanko-Buch mit Lernseiten. Wie viele? Lasst mich kurz nachschauen. Steht 160 Seiten. Und ich dachte mal, ich kaufe mir das von meinem eigenen Geld, um zu sagen, jo, ich tue morgens immer meine Sachen schreiben, drei Dinge, für die ich dankbar bin und abends drei Dinge, die ich erreicht habe. Dass ich morgens mal Zeit für mich habe und nicht sofort anfange mit Videos schneiden, Pornoseiten, keine Ahnung, oder irgendwas tue, was jetzt blöd ist. Deswegen habe ich mir das Bullet Journal geholt, um mehr Organisation in mein Leben zu kriegen. Und ohne Umschweife geht's weiter zum nächsten Produkt. Wenn es ein Bullet Journal gibt, muss es doch auch ein Dream Journal geben. Und das ist das gleiche System und nur, da kommen alle meine Träume, Ziele und Wünsche rein und Visionen. Ja, man hätte nicht so eine hochwertige Verpackung kaufen müssen. Sagt's ruhig, es ist unnötig, aber ich dachte so, hey, es ist schön, es ist ein tolles Design. Ich weiß nicht, ob ihr das gerade so hier seht in der Verpackung. Ich öffne es ja auch gleich noch. Das Bullet Journal konnte ich euch so zeigen. Das öffne ich jetzt euch mal kurz. Und jetzt kommt das schöne Messer zum Einsatz. Ich weiß nicht, ob man das in YouTube zeigen darf. Deswegen lasse ich das erstmal einfach. Und ich schneide es aber auch so auf, dass ich immer weiß, welche Marke das ist. Weil ich finde die Marke sehr gut. Und für die Leute, die das interessiert, das ist Peachline Papers. Moment. Hier. Unbezahlte Werbung ist das alles hier zwar, aber ich sage einfach, was es ist, falls es eine Person oder zwei Personen interessiert. Zur Not packe ich alles unten in die Beschreibung rein, da habt ihr es einfacher, hab ich es einfacher. Und jetzt habe ich das Messer in die Kamera gezeigt, jetzt ist es sowieso egal. Deswegen Monetarisierung, wenn irgendwann das kommt, weil jetzt kann ich damit nichts machen. Auf Wiedersehen. Deswegen öffne ich das kurz, öffne ich die andere Seite. Und jetzt... Ich tue es hier unten auf den Tisch öffnen, weil es halt ziemlich viel ist. Ich hoffe, ich kriege das im Schnitt hin, dass es nicht so sehr wackelt, wie es jetzt gerade in der normalen Aufnahme reinwackelt, weil... Oh, jetzt geht's auf, ja. Weil in der normalen Aufnahme jetzt gerade wackelt der Tisch, weil der ist leider noch nicht so gut und mein Studio ist noch nicht fertig eingerichtet. Und oh, ich fange erstmal mit dem etwas nicht so spektakulären mit Gänsefüßchen an. Und das ist... Stift. Guckt euch mal diesen Stift an. Also, es ist schön, so wie Lavalampeneffekt mit Gold. Und ich weiß jetzt nicht, wie man den. Ob ich da jetzt draufdrücken muss oder ob da noch eine Tinte drin ist. Ich hoffe es mal. Geht nicht auf. Leute, bevor wir uns jetzt hier eine Stunde lang daran verkünsteln an diesem Stift. Gehen wir weiter zu dem Buch. Und ich sag euch, was ist das Buch, also das Dreambook, wie es hier heißt. Boah, also, wenn ihr das sehen könntet, was ich jetzt schon alles sehe. Guckt euch das mal an. Dieses Design erleicht, es ist diese, das goldene, sogar eine 3D-Optik, wenn du drüber fährst. Dann merkst du den leichten Rumpel. Ich öffne es mal. Ja. Ja, da steht halt wie das andere Buch Blanko. Alles drinne, also nichts drinne. Aber es ist schön verarbeitet. Und ich denke sogar, entweder ist das guter Kunststoff oder sogar Echtholz, weil die Optik sieht sehr schön aus, finde ich tatsächlich. Also für meine Meinung zumindest. Wenn ihr eine andere Meinung habt, schreibt sie bitte unten rein, weil ich würde auch gerne eure Meinung wissen. Weil ich dachte so, mit was beginne ich jetzt? Und ich dachte, Bücher, also diese Bücher, wo wenig drin ist, ist am einfachsten zu erklären. Ja, das Dream Journal ist schon was Besonderes. Das ist ein Stift, den ich jetzt immer noch nicht verstanden habe, wie der funktioniert. Warte mal.
Warte mal, Freunde. Vielleicht bin ich. Ich probiere es nochmal. Lass mich jetzt nicht lumpen. Da ist schon Hermine drin. Also, ich weiß nicht, ob ihr das seht. Moment. Fokussiert nicht. Ist ja auch nur eine Handyaufnahme, bin ich ehrlich zu euch. Aber da ist schon eine Mine drinnen. Wie ich das jetzt. Musst du ja. Ja? Ja. Wie habe ich das jetzt aufgekriegt? Habt ihr es aufgekriegt? Wie ich das jetzt wieder zumache, weiß ich jetzt nicht. Freunde. Der Stift sieht so aus. Gut, wie es hier vorne ist. Auf und zu. Entweder bin ich super clever oder super blöd. Weil jetzt ist das Ding hier leider leicht locker wegen meinem Fehler. Aber Schwamm drüber. Weiter geht's zum nächsten Produkt. Was jetzt noch nicht einer der spannendsten Produkte ist. Das war mein Stativ, was ich aufgebaut habe, wo ich das Handy nicht benutzen konnte. Das ist gerade runtergeflogen. Und ja, jetzt kommt ein Rucksack. Ihr fragt euch bestimmt, warum ein Rucksack-Teil? Ganz ehrlich, das hat so viele Fächer hatte ich noch nie in einem Rucksack drin. Und vor allem für jetzt Sachen wie jetzt mit YouTube und so, ist das am einfachsten, sage ich ehrlich. Weil, wenn du jetzt sagst, ja, hier ist ein Objektiv, ein Tablet drin, hier ein Tablet und Ladekabel, bla bla bla, das braucht ja auch Platz. Und Objektive, Kamera früher oder später bei diesen Videos, braucht ja auch einen irgendwie gefixten Ort, wo ich sagen kann, yo, da kommt's rein und nirgends anders sonst. Deswegen habe ich den geholt. Ich sage euch auch ganz offen und ehrlich den Preis. 24,99 und dafür, ich kann jetzt auch hier öffnen, 2 Jahre, aber da habe ich schon Spiele reingetan, die ich verkaufen werde wieder. Deswegen, ja, deswegen geht es jetzt weiter zu dem nächsten Produkt, weil, naja, Zeitmanagement fällt mir schwer, bin ich ehrlich zu euch. Mittlerweile kriege ich das gut hin, deswegen kommen auch mittlerweile 3 Videos die Woche, also Montag, Mittwoch, Freitag. Und deswegen habe ich mir eine kleine Sache angeschafft, und zwar das hier. Ja, denkt euch so, hat der Typ sich jetzt hier gekauft? Ganz einfach. Ich brauche mal mehr Kontrolle in meinem Leben. Also diese handylose Kontrolle. Weil Kontrolle generell, naja, das nicht. Aber wenn ich das hier öffne, ist ja Styropor. Aber das Schöne daran ist, es ist eine Sanduhr. Ich habe die mir jetzt auch unter anderem geholt, weil das ist eine halbe Stunde jetzt hier. Ja, 10 Euro hat es gekostet. Und dann, wenn ich die Zeit umdrehe, weiß ich, okay, jetzt eine halbe Stunde nur für mich, ohne Handy, ohne Technik, mit meinem Dream Journal und meinem Bullet Journal, Zeit verbringen, zum Schneiden in Ruhe, drehe ich das halt ein paar Mal um, aber ich weiß dann, jo, eine halbe Stunde ist um, Stunde ist um, jetzt mein Handy ablegen, rausgehen und wieder die Zeit laufen lassen, dass ich wieder Zeit für mich habe, ohne Handy und ohne Technik. Deswegen habe ich das mir geholt. Deswegen lassen wir das mal laufen. Wir haben jetzt gerade 22.46 Uhr und sehen mal, wann das Sanduhr fertig ist am Ende dieses Videos. So, dann räumen wir das nächste Kartönchen auf. Moment, wenn ihr wüsstet gerade, wie es bei mir aussieht, da kommt auch ein Video dazu noch in der nächsten Woche, also am Montag nächster Woche. Deswegen, ja, jetzt beginnen wir mit einem Film. Den habe ich schon etwas länger zu Hause, muss ich gestehen. Aber ich finde ihn trotzdem wunderschön. Und ich weiß nicht, ob ihr ihn kennt. Und zwar Yu-Gi-Oh! The Dark Side of Dimensions. Sorry, wenn es für meine falsche Aussprache mit Englisch. Aber ich habe das mir geholt, weil diesen Film habe ich immer in der Werbung gesehen. Auf YouTube. Clips gesehen, dachte so, ja, ich will jetzt endlich wissen, wie das ist. Und kommt Yami Yugi zurück. Und hier sieht es auf der Rückseite aus. Und ist ja eine Blu-ray. Deswegen liebe ich solche Slide-Sachen, weil cool und episch aus. Deswegen hier ist die DVD wieder drin. Und innen, ich habe ich auch erst jetzt reingeschaut, bin ich ehrlich zu euch. Weil ich konnte es auch einmal auf Amazon Prime sehen, aber habe es trotzdem bestellt. Aber hier drinnen sieht es dann so aus. Ich weiß nicht, ob das jetzt Yugi Muto ist oder Yami Yugi, kurz im Moment. Ich weiß es ja nicht. Die sehen sich ja beide sehr ähnlich. Nur, dass einer erwachsen ist und der eine ist noch ein Junge. Also Teenager da mittlerweile. Und ja, deswegen jetzt weiter zum nächsten, weil ich sage ganz ehrlich, ich werde jetzt hier stundenlang diese CD anschauen, weil ich finde ich wunderschön verarbeitet, wunderschön gemacht. Und ja, deswegen kommen wir weiter mit einem Spiel vom Verleih Nix.
Ich weiß nicht, ob die den einen oder anderen kennen aus Bad Cannstatt, aber der verkauft Spiele. Habe ich mir auch gekauft, das Spiel, weil ich kenne das nicht. Und zwar Hunt Shadow. Habe ich noch nicht angezockt. Kann ich noch also noch nichts sagen dazu. Weil ich bin ehrlich zu euch, ich bin Gamer. Ich glaube, das erkennt man schnell, wenn man diesen Stuhl allein sieht. Weil hier ist meine PS5. Hier ist mein Gaming-Headset. Sieht zwar unordentlich gerade aus, sage ich, wie es ist. Aber es ist gemütlich, ich kann zocken hier, wenn ich es will. Und deswegen dachte ich, jo, probieren wir mal das Spiel aus. Ich habe das bewusst umgedreht noch jetzt, weil da ist ein QR-Code drauf, Code drauf für Ingame-Sachen. Weil da ist ja man jagt gemeinsam, stirbt alleine. Das ist ein Kampf gegen Zombies. Deswegen steht hier auch FSK 18. Und deswegen steht, glaube ich, auch, wenn ich es nicht vergesse, hier oben ganz in der Ecke links, unbezahlte Werbung, weil, dass ihr das versteht, dass ich Produkte in die Kamera halte, die ich mit meinem eigenen Geld gekauft habe. Klar, habe ich sie jetzt selbst gezahlt, aber manche verstehen das dann nicht. Deswegen zur Sicherheit ist das hier oben. Jetzt kommt mit was ganz Schönem, was mir sehr gefällt. Es kam letzten Monat von Loot Chest an. Weil mein Loot Chest für diesen Monat kommt auch an. Rufe ich mal morgen an und frage mal, ob man da was machen kann. So eine Zusammenarbeit für YouTube und keine Ahnung. Frage ich mal nach, wenn das funktioniert, wäre das sehr schön. Deswegen hier im letzten Monat und dann, was mir am besten gefallen hat, eine Johnny Silverhand Figur. Weil Johnny Silverhand hat ja Keanu Reeves verkörpert. Und wie der ein oder andere weiß, ich liebe Keanu Reeves, also als Schauspieler, als Menschen etc. Deswegen dachte ich, yo, ist diese Figur für mich besonders. Ich kriege doch bei mir einen Ehrenplatz hier oben. Deswegen sage ich, sieht besonders aus und packe ich nicht aus. Ja, habe ich sie einmal ausgepackt. Ja, habe ich sie aber dann wieder genauso reingetan wie davor. Ja, weil ich will die behalten, will die nie auspacken, weil das ist so ein schönes, kleines Gimmick, wo ich sagen kann, yo, macht Spaß, gefällt mir. Und ja, und damit ich auf den Punkt komme, ich lieb's. Jetzt geht's weiter mit einem Film, nicht ein Film, ein Buch, wo ein Film gemacht wurde. Sagen wir es, wie es ist. Ich weiß nicht, ob ihr es kennt, ich muss kurz noch was abknibbeln, kurz, eine Sekunde, weil meinen ganzen Namen möchte ich euch jetzt nicht nennen oder auch nicht zeigen, bin ich ehrlich zu euch. Deswegen hier, der Fall Collini. Vielleicht kennt ihr sogar den Film mit Elias Mbarek tatsächlich darüber. Wenn nein, dann baue ich hier was Kleines ein, dass ihr einen kleinen Trailer kurz seht. Also so, dass man das sieht, dass es ein Trailer ist. Ein kaltblütiger Mord ohne jedes Motiv. In der Verfilmung von Ferdinand von Schirers Weltbestseller »Der Fall Collini« spielt Elias Mbarek einen jungen Anwalt, der durch einen scheinbar aussichtslosen Fall einen der größten deutschen Justizskandale aufdeckt. Weil letztes Mal, also im letzten Video Männer dürfen weinen, habe ich den Fehler gemacht. Ich habe es eingebaut, da kam Urheberrechtsbeschwerden, wo ich alles gekennzeichnet habe in der Beschreibung. Aber, naja, mache ich dann nochmal, aber dieses Mal mache ich es besser. Deswegen hier ist das Buch, der Fall Collini. Da steht ja Frederik von Schirach. Das ist wirklich ein echter Strafverteidiger, der auch wirklich immer Bücher schreibt über seine Fälle. Ich weiß nicht, ob das jetzt dieser gute Mann hier ist, bin ich ehrlich zu euch, aber ich glaube, ja. Ja, das sollte er sein. Ich habe nochmal nachgeschaut. Ja, das ist er. Der hat dieses Buch geschrieben dann und der wurde ja auch hier verfilmt. Und da schreiben wir auch manche Sachen darüber, zum Beispiel der Spiegel, wenn es euch interessiert. Ein großartiger Erzähler, der Fokus schreibt. Frederik von Schirach ist ein Glücksfall für die deutsche Literatur. Ich habe das Buch nie gelesen, habe es deswegen mir gekauft, aber ich habe den Film gesehen und ich muss sagen, wie es ist. Der Film hat mich umgehauen, weil er ist deutsch, aber doch nicht deutsch. In diesem Kanal geht es ja auch um Filme, Bücher, die ganze Entstehung, diese ganze Reise von mir. Deswegen dachte ich so, okay, wenn der Film so spannend ist, weil der auch nicht typisch deutsch ist, wie ist denn das Original der Fall Collini? Das Buch. Weil im der Richter, ich weiß gerade nicht, wie der heißt, fällt mir jetzt nicht ein, hat aber auch Elias Mbarek gespielt. Und ich fand diese Überzeugung von diesem Schauspieler, also Elias Mbarek, sehr gut und sehr glaubwürdig auch vor allem, weil er hat auch diese Art für mich gehabt, wo ich sage, yo, du nimmst mich mit gerade mit diesem Fall. Ich verstehe, wie du denkst, ich weiß, wie du es tust. Deswegen habe ich mir auch das Buch jetzt gekauft, dass ich den wirklichen Fall mal sehe, weil der Film hat mich mit manchen Stellen komplett
komplett überrannt und umgehauen. Und das Buch geht zwar nur, Moment, ich sag's gleich, wie viele Seiten es gibt. 200 circa, also 195, habe ich runde kurz mal auf. Aber es ist angenehm, es ist klein, das kann man im Urlaub mitnehmen. Aber es ist ein schönes Buch. Deswegen, wenn wir gerade bei Büchern sind, danach kommen Filme. Also Filme-Serie, besser gesagt. Das erste Buch, vielleicht kennt ihr das eine oder andere, ich habe das nur im Internet gesehen, jetzt habe ich es auch im Oceander gesehen. Dumbledores Geheimnis, das Originaldrehbuch. Ich weiß nicht, wie euch es geht bei Filmen, aber ich liebe es, die originalen Drehbücher mal reinzuschnuppern und mal zu sehen, was da wurde da geschrieben, weil da gibt es zum Beispiel so kleine Passagen, ich muss mal gerade eine finden, hier, die originale Skizzen aus Newt Scamanders Notizbuch beispielsweise. Das sind so kleine Details. Oder hier, Wahlwerbung für Grindelwald. Das ist so kleine Details, die aber schon so einen geilen Impact machen. Und hier, wieder ein Zeitungsausschnitt, alles. Das ist halt so krass. Hier steht ja Umschlag, Entwurf für ein Hufflepuff-Schulheft. Das ist so cool designt, du siehst mehr. Aber wenn ich jetzt über das Thema jetzt die Harry Potter Serie jetzt reden sollte, naja, da mache ich ein separates Video zu, weil das würde hier den Rahmen sprengen. Deswegen geht es jetzt weiter mit dem nächsten Buch und ihr wisst, ich mag Drehbücher, auch ein anderes Drehbuch und zwar von Interstellar von Christopher Nolan. Ich weiß nicht, wie eure Meinung ist, ich habe den Film noch nicht gesehen, sag ich wie es ist. Ich habe viele Ausschnitte gesehen, habe das gesehen, aber ich habe noch nicht so richtig den Film durchgeschaut. Weil meine Mutter hat dann gesagt, ja, ich will einen anderen Film schauen, der ist mir zu deep oder so, oder keine Lust mehr gehabt, oder meine Mutter wurde müde, weil wir zusammen schauen wollten. Deswegen schaue ich heute Abend nach diesem Video den Film an und sage euch meine Meinung dazu, weil der Film Interstellar, oder Inception, den, da habe ich auch ein Drehbuch dazu, ja, hat mich so sehr gecatcht und vor allem geprägt. Ich nur sagen, wie geht denn das jetzt? Wenn wir jetzt Zeit betrachten, nehmen wir mal nochmal die Sanduhr hier in Betracht. Träumen wir gerade eigentlich alles und wir sind gerade eigentlich irgendwo in einer anderen Ebene am Schlafen bei Inception? Ja, das hat mich so komplett zum Rattern gebracht. Aber weg vom Thema Inception, darüber können wir gerne ein Video machen. Wenn ihr das sehen wollt, schreibt es gerne unten rein, über welchen Film oder welche Serie wir reden sollen. Mit Anime und Manga kenne ich mich nur mit Yu-Gi-Oh! Aus. Bin ich zu dir euch ehrlich? Ja, ich habe auch manche anderen Animes und Mangas gesehen, gehört, gelesen, jetzt nicht. Weil, hat mich nie gecatcht. Aber jetzt kommt eine Serie. Ja, ich musste gerade 8 DVDs rausschieben. Habe ich auch mal von einiges gekauft, aber ich lieb's. Muss ich sagen, wie es ist. Ich weiß nicht, ob ihr die Serie kennt, ich baue da zur Not jetzt hier einen kurzen Einspieler ein, weil ich liebe sie. How I Met Your Mother. Ich bin vielleicht Teenager noch mit 21, aber ich liebe es. Es ist so eine Kultserie. Es ist witzig, unterhaltsam und auch schön. Und davon habe ich alle 8 Staffeln. Und sagt mir, was ihr wollt. Wenn das Staffel 1 ist, lasst uns doch mal in Staffel 8 noch reinschauen, wie es dann aussieht. Aber es ist ein schönes Cover-Design. Schöne kleine Sneak Peeks mit Robin, das Telefon, der Kaffee, die Cola-Dose, so wie es aussieht. Ja, und so kleine Serien-Insider. Und es ist einfach nur so Liebe zum Detail. Und ich liebe es. Es gibt auch, die sprechen Deutsch, Italienisch, Sungrut, Ingrid, sag ich jetzt mal, Englisch und Englisch, Dolby Digital. Weil ich habe die Serie bis jetzt nur auf Deutsch gesehen. Jetzt schaue ich sie mir auf Englisch an. Ich bin nicht leider besser in Englisch, aber dadurch kann man es ja lernen. Da gibt es hier noch, ich zeige es euch einfach, weil es schön ist, Staffel 2, Staffel 3, Staffel 4, Staffel 5,
Gar nicht ein Mary Poppins oder so mit Barney oder was meint ihr? Oder also mit Neil Patrick Harris, wenn wir ehrlich sein wollen. Aber es ist schön gemacht. So diese Cover, diese Art. Dann hier wieder Staffel 6 sogar da mittlerweile. Dann Staffel 7. Und ich habe euch ja geschworen, wir schauen in Staffel 8 rein, weil das erinnert mich irgendwie eine andere Serie. Aber wir schauen mal rein. Das. Hier steht ja sogar so viele, wie viele DVDs schon drin sind. 3 Stück. Das ist ja schon mal cool. Ja, wie bei Staffel 1, Details aus einer anderen Serie drin. Da steht ja Episode 1 bis 8, dann steht auch jeder drauf. 9 bis 15, nach 16 ist noch was. Es ist cool gemacht. Und hier habe ich ein Detail übersehen und euch nicht gezeigt. Hier sind wieder kleine Fotos. Ich weiß manche Szenen weiß ich wieder nicht. Es ist lange her, dass ich die Serie gesehen habe. Aber es ist trotzdem schön. Das habe ich mir geholt. Und zu guter Letzt was ganz Besonderes. Ich bin kein Robin Letzky, kein Alkohol-YouTuber, bla bla bla. Aber wenn besondere Anlässe sind, Geburtstag feiern, eine beste Freundin ist da, schrecklich Freundin, meine Familie und ich feiern was Schönes, habe ich mir gedacht, yo, dann holst du dir was Besonderes. Ich mache eine schöne Einleitung dafür, weil dafür habe ich jetzt 35 Euro gezahlt. Ist aus Sizilien und zwar ein wunderschön, wenn ich es richtig weiß, Moment, lass mal nachschauen. Da steht alles in Italienisch drin. Ich kann super gut Italienisch. Jetzt weiß ich wieder. Das ist ein Brandy. Und ich tue mal das kleine Etikett entfernen, dass ihr es besser seht. Das ist ein sizilianischer Brandy, der mir erzählt wurde, den gibt es nur in Sizilien selbst. Und ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich trinke davon jetzt noch nichts, weil ich denke so, yo, er ist wunderschön, aber ich möchte ihn genießen. Deswegen warte ich. Das ist mein 22. Geburtstag und dann nehme ich euch mit. Dann stoßen meine Familie, meine Partnerin, richtig beste Freundin und ich damit an. Dann hört mich einfach nur. Das ist so ein schöner Sound, finde ich. Ich mache keine ASMR, nein, aber es ist toll. Deswegen sage ich euch, hat der für mich einen Stammplatz, weil, wenn man ehrlich ist, ich werde das sehen. Wartet mal, jetzt solltet ihr das sehen. Hier ist ein sizilianisches Logo, also dieser Wurfstern, sage ich jetzt mal, mit den Füßen und dem Gesicht in der Mitte. Aber es sieht schön aus und deswegen wird der für mich einen Ehrenplatz haben. Wenn den nicht, ich würde sagen, jetzt kriege ich den mal leer in einem Tag. Nein, vielleicht jeden Monat, wenn was Besonderes ist, oder jeden Moment, wenn was Besonderes ist, ihn dann trinken, weil, naja, besondere Momente haben wir wenige im Leben und wenn wir sie haben, dürfen wir sie auch feiern. Deswegen sage ich euch, Freunde, gleich was, ich mache nur gerade das Papier, wo meine Adresse drauf stand, etc. Kurz weg. Deswegen sage ich euch, Freunde, danke fürs Zuschauen, danke, dass ihr eingeschaltet habt. Und wenn ihr am Montag nicht verpassen wollt, was hier in diesem Zimmer ist, wie das jetzt gerade aussieht, dann bleibt dran und schaltet am Montag um 20 Uhr wieder ein, wenn es wieder heißt. Einen kleinen Nachtrag noch, den habe ich vergessen: die Sanduhr. Ist jetzt ungefähr bei einem Viertel. Aber es ist schön, das wissen wir. Wir haben ungefähr über 15 Minuten gewabbelt zusammen. Und deswegen, Freunde, das war Daniel aus dem Schnitt. Deswegen freue ich mich, wenn ihr wieder dabei seid. Peace out. 3, 2, 1, Action. And we'll be back one day.